Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz von der FPÖ überzeugte sich persönlich vor Ort in Rattersdorf vom gemeinsamen Einsatz der Polizei, dem Zoll, dem Bundesheer und der Polizeispezialeinheit Puma. Vom Bundesheer kam auch der burgenländische Militärkommandant Brigadiermagister Gernot Gasser. Kontrolliert wurden zuerst einreisende Personen und Kraftfahrzeuge. Die PKWs wurden durch die Puma-Einheit kontrolliert. Diese Einheit ist unter anderem auch auf die Erkennung von gefälschten Dokumenten spezialisiert. Die LKWs wurden gemeinsam von Polizei und Bundesheer überprüft. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf technische Mängel, Schmuggelware, unerlaubte Einreise und Asylanten gelegt. Im zweiten Teil des Einsatzes wurden die Fahrzeuge kontrolliert, die Österreich verlassen. Hier lag der Schwerpunkt bei Personenkontrollen und Diebesguttransport.